Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2. Ich wollte eigentlich in dieser Episode nochmal nach dem Drachen schauen. Da wir jetzt ja schon wieder beim letzten Mal in ein neues Gebiet vorgedrungen sind, möchte ich eigentlich jetzt erstmal noch die anderen Gebiete abklappern. Ich war auch nochmal bei dem einen Typen. Und bei dem einen Typen in Majula, der am Anfang so viel gelabert hat, der hat uns noch irgendwie so einen Blutbissring gegeben. Keine Ahnung wofür, vielleicht weil wir den einen NPC-PvP-Typen da besiegt haben. Und da wollte ich jetzt eigentlich zum Drachen gehen und habe dann hier irgendwie den hier gesehen und ich glaube, der war vorher noch nicht da. Oder sie. Ich glaube, wir reden einfach mal wie ihr. Oh, hello there. An honor to see you again. This room is not as it seems. There are two, not one pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Ich würde eigentlich sagen, ja. Pfad begehen. Gegenstand kaufen, was hat sie denn? Müssen wir jetzt echt irgendwie Zauber lernen? Erhöht den Willen, okay. Könnte ganz nützlich sein, falls wir doch mal irgendwie mit Wundern arbeiten möchten. 2000 Seelen. Ja, das haben wir natürlich nicht. Wir reden erstmal noch ein bisschen mit ihr. Miracles began as tales told by gods. We preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in return. You must nourish your faith. Miracles have been passed down through us since the first flame. Isn't it extraordinary to think they've existed since the very origins of the world? And now, you can have this power for yourself. Don't miss out on the road to enlightenment. What is the first flame? Well, it's... You're not ready to comprehend it, I'm afraid. You require more faith and more miracles. Many more miracles. Also auf gut Deutsch, ich weiß selber nicht genau, was die erste Flamme ist. Miracles, you must have strong faith in the gods. Miracles began as tales told by gods. We preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in return. You must nourish your faith. Miracles have been passed down through us. Okay, jetzt scheint sie sich zu wiederholen. Ups. Ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, verwenden wir doch mal ein paar von unseren Seelen. Ich werde jetzt auch mal am besten hier rauflegen, dann geht es ein bisschen schneller. Wir haben hier noch jede Menge. Nehmen wir einfach mal die. 2000 brauchen wir, von denen vielleicht noch ein paar. Dann packen wir die zweiten auch noch mit drauf. Oh. Das war eins, zwei. Ich möchte erstmal die ersten hier. Das müssen 200 sein jeweils. Nehmen wir einfach mal drei und dann gucken wir mal, was die anderen machen. Seele eines namenlosen Soldaten ist 800. Yep. Dann sind die 400. Sehr schön. Dann nehmen wir nochmal einen 200er. Und dann ist es das. Dann können wir die ganzen Dinger nämlich wieder wegpacken. Brauchen wir vorerst nicht mehr. Ich hoffe, das ist jetzt kein Einmal-Dingens. Ah. Ich
glaube, wir müssen dann wieder 2000... Ja. Ich glaube, wir müssen dann wieder 2000 Seelen bezahlen, um, wenn wir da wieder zurück wollen. Rötliches Wasser, was macht das? Und wo ist es genau? Boah, wir haben 13 Menschenbilder. Finsternisabwehr, okay, gibt's also auch wieder. Senkt benötigten Willen eines Zaubers um 1. Wo bitteschön ist... Ach, hier. Stellt TP und Zaubereinsätze wieder her, okay. Viel Erfolg. Ich frage mich, wo wir jetzt hier hinkommen. Und ob wir hier schon überhaupt sein sollen. Wir gucken einfach mal, wie schwer das ist. Können wir runterspringen? Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Ja, ich hoffe, wir müssen jetzt dann natürlich nicht immer wieder 2000 Seelen zahlen, wenn wir irgendwo anders hin wollen. Also wenn wir da wieder durch möchten. Ich hoffe, das wird nicht sehr feind. Ja, hier ist doch kein Feind. I don't know who you are, but believe me, being the frailty of the wing disrupts the dark. Leave me alone. I'm interested in one thing, dog. You haven't the gift. Welche Gabe? Leave me alone. I'm interested in one thing, dog. You haven't the gift. Jägerhain, okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Leuchtfeuer, das ist super. Das heißt, wir müssen uns hier auch wieder hin teleportieren können. Ich muss mal wieder meine Lautstärke einen Ticken leiser machen. So, dann wechseln wir mal wieder auf die Estus. Das scheint Tod und Verderben zu sein. Okay, da haben wir also wieder so ein komischer Typ, mit dem wir nichts anzufangen wissen. Das sind doch bestimmt Gegner. Sollte man das Schwert hier nehmen? Scheint so. Kleine gelbe Blüte. Sieht irgendwie alles so ein bisschen giftig aus hier. Lebensstein. Okay. Ja, das ist Gift. Ich glaube, wir sollten... noch nicht hier sein. Das war keine so gute Idee. Okay, jetzt haben wir den Jägerhain noch entdeckt. Dafür brauchen wir aber anständige Giftresistenz. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach zu dem Flammturm und gehen von da aus in Richtung von dem Drachen. Ich will mal gucken, ob der jetzt vielleicht weg ist oder so. Weil da waren wir noch nicht. Da sind die Typen natürlich wieder. Wo? Das wäre fast ins Auge gegangen. Wie kommen wir hier bitte schön wieder runter? Darunter springen. Hä? Ach, hier. Ich habe einfach nur auf der falschen Seite geguckt. So, vielleicht erstmal Zweihand gegen den weißen Typen da. Können wir ihn backstabben vielleicht? So, erstmal ein bisschen die Ausdauer regenerieren.
Na, komm her. Ups. Aber Zweier machen wir natürlich schon gut Schaden. Das ist ganz gut. Also ich gegen den sollte ich vielleicht eher ein Schild verwenden. So, schön mal Backstep. Wirklich viel macht sie mir ja nicht. Na komm, Freundchen. Hin und wieder mal treffen lassen. Ist wohl nicht vermeidbar. Irgendwie stelle ich mich noch ein bisschen doof gegen die an. Hab da noch nicht ganz so die richtige Taktik draus. Na, was mit dir? Er lässt sich also nicht backstabben. Das war knapp. Ah, genau, das war der mit dem Monsterschwert. Muss ein bisschen besser auf meine HP aufpassen. Hä? Da war hier doch beim letzten Mal gar keiner. Von den Weißen. Der kam doch erst da hinten. So, schön mal ein Backstep rein. Ich glaube, das könnte bei denen so das Mittel der Wahl generell sein. Ups. Ich verbrauche übelst viele Estus, aber wir kommen irgendwie hier durch. Lebend, hoffe ich. So, nächster. Versteht sie mir nicht, warum ich nicht mehrfach getroffen habe. Ups, da war ich ein Ticken zu früh. Dauert halt einfach ein bisschen länger bei denen, aber es geht dann schon. Verbündeter braucht doch kein Mensch. So, genau da. Ich glaube, das sind jetzt halt einfach mehr von den... die Weißen, die saßen vorhin einfach hier und jetzt irgendwie, ich glaube, als wir den Boss getötet haben, dann sind jetzt halt alle aggro geworden, wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Oh. Ich dachte, da wäre ein Geländer. Habe ich wohl falsch gedacht. Naja gut, ich denke, ich mache das ganz kurz off-cam und dann sehen wir uns gleich an der Stelle wieder. Bis dann. So, da sind wir wieder. Den weißen Typen habe ich schon gemacht. Jetzt kommt noch der Typ dran. Die Estus sind leider alle, aber naja. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja noch jede Menge Lebenssteine. Habe ich ja ein bisschen vorgesorgt. Wir haben auch schon wieder richtig, richtig viele Seelen. Der Drache ist noch da. Da ist eine Brücke. Ja, wir müssen gleich mal gucken, wie viel der Drache aushält. Erstmal er hier. Ach genau, das war der Lanzentyp. So, können wir hier irgendwo runterfliegen? Sieht nicht so aus. Hervorragend. Wow.
Bei dem muss ich ein bisschen aufpassen. Schon wieder getroffen, das gibt's doch nicht. Ich soll vielleicht hier den... Hä? Was ist denn jetzt los? Na komm, Freundchen. Dann wird er sofort wieder Aggro irgendwie. Hat jetzt doch einiges an Ressourcen gekostet. Irgendwie ist der ein bisschen schwieriger als die anderen. Die anderen kann man einfach relativ einfach backstabben. Aber bei ihm geht das nicht. So, die Frage ist, was machen wir mit dem Drachen? Okay, jetzt wird er schon aggro. Hier unten traf er uns, glaube ich, auch. Sollen wir einfach rangehen? Die Distanz überbrücken, vielleicht? Ich nehme lieber noch einen Lebensstein. Okay, das könnte eine sehr schlechte Idee sein. Autsch. Okay, er hat nicht so viel Leben. Ich sehe ihn nicht. Verdammt. Gibt's da nicht. Fossiler Drachenknochen, Wächter, Drachenprisma. So. Das war ja gar nicht so schwer mit genügend Lebenssteinen. Ich wollte mir eigentlich noch das Prisma angucken und den Knochen. Die Frage ist, wo die Dinger sind. Vielleicht hier bei... Genau, verstärkt besondere Ausrüstung. Davon habe ich aber leider noch nichts. Und was war das? Das Prisma-Dingens, ne? Ist das das hier? Ne, das ist ein verstärkt vorübergehend Blitzabwehr. Nützt uns gerade nichts. Ha. Huh. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Verwandlung, Verschmelzung mit Umgebung, okay. Vielleicht ist es ein Ausrüstungsgegenstand. Aber... Hier? Was ist das für Stulpen? Banditenstulpen, okay. Ring? Auch nicht. Feuerball-Pyromantie. Naja, werde ich mir dann irgendwann nochmal durchlesen müssen. Ich bin fast versucht, wieder zurückzugehen und das erreichte, also die erreichten Seelen erstmal zu sichern, aber da müssen, oh, blaue Kathedrale, aber da müssen wir alles nochmal machen. Und das ist ja irgendwie auch nicht so toll, deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. 5 Menschenbilder. Ja, da werden wir mittlerweile schon fast zugebombt mit. Wir gucken mal, vielleicht kommt hier ein Boss. Alter Drachentöter. Ach, Ornstein, alte Sau. Oh.
Diesmal ist er alleine scheinbar. Hat er seinen komischen Smaug-Freund nicht dabei. Oh. Dafür kann er sonst was Übles. Fetten Blitzangriff. Genau, er weicht immer so beschissen aus. Na komm. Okay, da haut er viermal zu. Und das war's. Ich glaube, die 10.000 Seelen müssen wir wahrscheinlich auch abschreiben. Aber gut. Ne? Links ist ein Boss, rechts ist ein Boss. Muss natürlich so sein. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder bei Ornstein. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Auf geht's. Ich habe hier hinten hinter mir so ein paar unangenehme Zeitgenossen. So, erstmal das Zeug einsammeln. Und jetzt einfach ruhig. Ach, Ornstein ist halt schon ein ziemlich nerviger Zeitgenosse. Na komm. Dreimal zuhauen, das ist immer gut. Das ist wieder der Vierer, die Vierer-Kombo. Ach Mist. Na, ich hasse es, wenn er... Ich hasse es, wenn er irgendwie die Animation, die ich irgendwie drücke, schon danach noch ausführt, wenn ich, ja, wenn die alte noch nicht fertig ist. Das ist übelst gewöhnungsbedürftig für mich. Aber gut. Ich denke, wir verwenden hier einfach mal ein Menschenbild. Das dürfte es ein bisschen einfacher machen. Und ich möchte auch noch einen anderen Ring nehmen. Und zwar brauchen wir den Ring der Wiederherstellung eigentlich nicht. Ich hätte hier lieber den da. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder bei Ornstein. Bis dann. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe alle Estus, weil ich einfach hier nur durchrenne. Das liegt also nicht daran, dass ich plötzlich super geworden bin. Anvisieren, genau. Einmal wischt. Na komm, Ornstein. Dann hauen wir halt einmal zu. Und weg hier. Ich glaube, so schwer ist er gar nicht. Man muss einfach ruhig und konzentriert spielen und dann geht's schon irgendwie. Puh. Ist halt sehr, sehr geht sehr auf die Konzentration. Jetzt hat er schon wieder einmal zu viel zugehauen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut. Das war ein Fehler. Oh oh. Mist. Da war ich zu greedy. Ach, jetzt wird abvisiert. Okay. So, wir haben wieder volle HP. Er hat nur noch halb. Daraus müsste sich doch was machen lassen. Und weg ist er.
geht eigentlich. Alte Drachentöterseele, Ring des alten Löwen. Ach, ihr Typen da, wartet draußen. Na, ich möchte eigentlich nicht. So, wir haben 30.000 Seelen. Bestimmt werden wir gleich sterben. Da geht's weiter nach unten. Oh Gott. Scheint kein Gegner zu sein. Reden wir mal mit ihm. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Transient being. Nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. You are not needed. Haben wir nicht deswegen den Eid geleistet? Ich weiß es nicht. Okay. Okay, dann nehmen wir mal einen Estus. Und öffnen diese Kisten. Noch mehr Augäpfel. Super. Genau das, was wir brauchen. Kleriker, Parma und ein Turmschild. Schauen wir uns auch als erstes mal den Schild an. Der braucht aber 30 Stärke, was wir natürlich nicht haben. Aber den hier könnten wir verwenden. Der hat 90, der hat auch 90. Er scheint fast überall besser zu sein, der... Ach, das Wächterdrachen-Parma. Ich glaube, das ist das, was wir vom Drachen erhalten haben, oder? Schade, dass er wieder nur 90 hat. Aber naja, er ist besser als der andere. Was haben wir sonst erhalten? Was haben wir sonst noch erhalten? Jetzt habe ich nicht Kleriker-Parma, genau das war es doch. Das scheint wohl für Kleriker irgendwie zu sein. Wahrscheinlich erhöht das irgendwie noch den Zauber. Okay, hier ist keine Wand. Schade aber auch. Ich werde jetzt an dieser Stelle, glaube ich, einen Heimkehrknochen verwenden. Denn es sind jetzt 30.000 Seelen. Wir haben genügend Heimkehrknochen. Und dann gehe ich den Weg hier lieber nochmal, bevor ich jetzt hier irgendwie ins Verderben renne. Wahrscheinlich kommt demnächst ein Leuchtfeuer, aber... Das Risiko ist es dann jetzt doch nicht wert. Dann reisen wir nach Majula. Und geben unsere Seelen mal genüsslich aus. So, hier ist die Dame. Ja, ja, ja. Aufsteigen. Was nehmen wir denn? Nehmen einmal Vitalität, Kondition, Geschicklichkeit, zweimal, dreimal, viermal. Kann man ja immer brauchen eigentlich. Das war's erstmal. Für den Rest kaufen wir uns Lebenssteine. Damals noch 21, das reicht eigentlich durchaus, aber ne, wir haben ja noch ein bisschen Seelen. Also können wir die auch ausgeben. 14 Stück. Dankeschön. Und vielleicht noch ein... Ja, wobei Pfeile brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. So, Ring wieder austauschen. Aber an dieser Stelle machen wir einen Break und sehen uns dann beim nächsten Mal in der Kathedrale wieder. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate. Euer Northgate.